Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu den Ender Games. Eigentlich wollte ich heute Isaac bringen, aber daraus wird nichts, weil Isaac so ewig hoch braucht zum. Ja, Isaac dauert einfach ewig, immer ewig lang zu spielen, und bis es dann hochgeladen und gerendert wäre, wäre einfach eine Million Jahre vorbei. Deswegen habe ich mir anderes. Was? Hallo, dein Schatzbau ist aber nicht so echt gut. Ja, das weiß ich, bitte verzeiht mir. Stattdessen habe ich mir was anderes überlegt. Ich streame einfach Isaac. Jetzt, sobald dieses Video draußen ist, werde ich die Challenges streamen. Das habe ich ja mal gesagt. Die würde ich ja alle nachholen. Also diese Anfangs-Challenges und alles werde ich einfach alle machen, weil ich da gerade Lust drauf habe. Und ja, wer dabei sein will, jetzt fängt der Stream an und geht einfach lange. Es ist wahrscheinlich gerade 23.30 Uhr. Ist ein bisschen spät für einen Stream. Normalerweise will ich das ja eher immer so mittags, abends machen, damit auch jeder dabei sein kann, der will, weil sonst schreiben immer alle, oh Maudado, warum streamst du jetzt? Da kann ich doch nicht. Und wenn ich abends streame, dann werden sich wahrscheinlich noch mehr ärgern. Aber egal, ich habe Lust drauf und deswegen ignoriere ich eure Wünsche. Oh Gott, Maudado ist ein schlechter YouTuber, what's up? Ignoriert seine Community. Da war irgendjemand, gell? Der hat auch mir Sachen weggelootet, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mich jetzt wahrscheinlich auch gleich rasieren. Nee. Ich weiß nicht. Okay, zumindest bin ich noch nicht tot. Okay, aber der schlägt schon in meine Richtung. Ganz aggressiv. Ich bin unter ihm, konnte ihn dadurch besser hitten. Da hinten war noch jemand anderes, deswegen essen wir den Goldapfel. Oh, ich hätte vielleicht davor. Wir sind gleich wieder full life. Okay. Durch unseren Goldapfel haben wir den Kampf gewonnen, sonst hätten wir, glaube ich, den Haus hoch verloren. Puh! Was mache ich jetzt? Mein Leben. Ja, wie gesagt, jetzt streame ich gerade die Binding of Isaac. Also, heute, welches Datum haben wir? Ach, ich kann nicht nachgucken, weil ich im Fullscreen-Modus spiele. Bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Und was auch ärgerlich ist, ist, dass ich mir nicht wirklich irgendwas machen kann. Das Problem gerade ist nämlich folgendes. Mir fehlt ein Eisen für einen Brustpanzer und Hose habe ich ja schon. Das wäre irgendwie doof. Ich hätte hier einen Eisenbrustpanzer gerade. Bitte despawn nicht, Kiste. Bitte lass mich nicht wegporten, Spiel. Ich hätte gern ein Eisen. Sehr schön. Und jetzt muss ich warten, bis ich geportet wurde. Oh, zum Craften. Okay, ich möchte gerade nicht kämpfen. Verständlicherweise, glaube ich. Weil ich mir erstmal... Okay, der will aber kämpfen. Erstens hätte ich gerne einen Speedbuff, wenn ich kämpfe. Zweitens wäre ich gerne Full Life, wenn ich kämpfe. Und drittens würde ich gerne noch mein Brustpanzer craften, bevor ich kämpfe. Dann können wir von mir aus alles machen, was ihr da hinten wollt. Bin bei allem dabei. Okay, vielleicht sollte ich noch einen Fisch essen. Mein Speedbuff auslaufen lassen und dann kämpfen. Also erstmal auslaufen lassen, erneuern und dann kämpfen. Das da hinten unten könnte eine Falle sein. Sowas? Egal. Egal, riskieren wir einfach. Ich meine, was will schon schief gehen? Dass wir sterben? Hallo? Kannst du abbauen? Bin ich an der Barriere? Oh, oh. Oh, oh, ich sterbe am... Da war ein Schinkenkit. War ein Schinkenkit. Ich sterbe am... An der Enderperle, wollte ich schon sagen, aber war nicht so. Geh mir hin, hab. Oh, Leute, ich habe gerade zwischen den Runden eine Mandarine gegessen. Das ist ganz schön... Verrückt, oder? Oh, direkt am Anfang Eisen bekommen. Ja gut, wäre der Spieler gerade eben kein Schinkenkit gewesen, dann hätten wir ihn, glaube ich, einfach bekommen. Weil, ja, durch Schinkenkit macht er ja pro Schlag 2 Herzen mehr Schaden. Natürlich muss die Rüstung dann noch weggerechnet werden. Auf jeden Fall, das war nur ein halbes Herz Unterschied. Ein halbes Herz. Und ein halbes Herz, da sind wir aber tief ins Wasser reingeplumpst. Ein halbes Herz hätten wir, glaube ich, komprimieren können. So, das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist die Schmiede. Wir wollen in die Schmiede... Denn in der Schmiede gibt es immer Zeug. Aber wo ist hier die Schmiede? Och nee, das ist richtig doof aufgebaut. Vor allem schwebt alles, da komme ich doch gar nicht hoch. Da ist sie. Die ist nicht doof. Du bist eine gute Schmiede. Bitte gib mir gutes Zeug. Und die Kisten spawnen nicht. Was zur Hölle? Guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Wow. Habe ich schon ein Eisenschwert gecraftet? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Dadurch, dass wir die Schmiede gefunden haben, uns fehlen nur noch Eisenschuhe. Hä, woher habe ich ein Eisen? Ach, das lag da auch? Oder habe ich schon gecraftet? Ich weiß es nicht. Im Prinzip könnte ich jetzt direkt am Anfang Leute töten. Geht die Runde schon los? Nee, 15 Sekunden. Ah, ich hätte gerne nochmal Holz abgebaut, muss ich sagen. Oder ist da irgendwo ein Crafting-Table? So bestimmt ein Crafting-Table irgendwo. In so einem Häuschen. Das weiß ich leider nicht auswendig. Und ich könnte hier noch... Nee, ich will Karotten. Ich will noch Karotten mitnehmen. So. Und jetzt können wir den Fisch essen. Und einfach den Spieler töten gehen, würde ich sagen. Der hat nämlich nichts. Der hat Enderperlen. Okay, der hat auch einen richtig krassen Speedbuff.
Okay, wir haben ihn getötet, bevor er weg war. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir nur ein Crafting-Table. Wo könnte ein Crafting da nicht? Was ist mit den Häusern los? Die Häuser sehen echt nicht gesund aus, muss ich sagen. Und da hinten sind weitere Spieler. Speedbuff? Nee, ist nur ein Spieler. Ich habe gedacht, da wären mehr. Oder hat ein Crafting-Table. Okay, haben wir. Sehr schön. Und wieder einen Fisch essen, damit wir nicht zu viel haben. So, und jetzt... Schuhe. Und jetzt sind wir schon... Alter, sind wir jetzt schon krass. Das ist ja verrückt. Also so... Nein! So krass war ich echt schon lange nicht mehr zu Beginn. Was ist denn das? Was ist denn da los? Lass mir wieder einen Fisch. Den will ich dann so, so, so. Und dann gehen wir einfach um den nächsten Spieler. Ich meine, wir sind so extrem ausgerüstet. Da lohnt es sich, Spieler zu jagen. Obwohl natürlich im Dschungel immer so eine Sache ist. Das ist eher Zeitverschwendung, im Dschungel versuchen, Leute zu finden. Aber wir sind ja eine Katze. Und Katzen können auf Bäume klettern natürlich. So. Und da sollte es eigentlich kein Problem sein. Zack, zack, zack. So ist es wieder besser. Ich überlege gerade, habe ich rohes Fleisch? Ja, habe ich. Das brauche ich dann hier unten. Ich darf mich nur nicht überraschen lassen. Erstmal nehme ich jetzt rohes Fleisch und dann den Fisch. Und der Spieler ist unten. Der ist nicht auf dem Baum. Okay, da wurde geswitcht. Den haben wir. Gott, es tut mir gerade irgendwie leid. Warum bin ich so overpowered? Warum habe ich so viel Zeug? Oh, jetzt brauche ich... Mein größtes Problem ist, glaube ich, gerade Holz. Der hat einen Bogen. So. Sehr schön. Ja, und dann brauche ich jetzt ein Crafting-Table. Für ein... Oh, oh. Okay, er ist noch weit weg. Für ein Diamantschwert. Okay, oder ich werde einfach hingeportet, damit mir ein Diamantschwert gecraftet... damit ich mir ein Diamantschwert craften kann. Dann noch Diamantschuhe. Dann wegwerfen davon. So, und ihn wieder mitnehmen. Sehr schön. Dann können wir jetzt eigentlich wieder einen Fisch essen. Als Katze bekommt man außerdem auch weniger Fallschaden. So, by the way. Und dann können wir hier den da töten. Irgendwie haben die alle keine Rüstung. Echt komisch. Hat der irgendwas? Der Apfel wäre ganz nett. Habe ich gerade Karotten weggeworfen? Ich glaube, oder? Der Apfel ist ganz nett. Ich habe wieder kein Craft. Doch, ich habe ein Crafting-Table. Nächster Spieler. Er ist halbwegs entfernt. Okay, noch mehr Gold. Zack, zack. Der Goldapfel. Dann machen wir uns einen zweiten. So. Das ist ein Gifttrank. Das ist noch ein Gifttrank obendrauf. Oh Mann, die armen Leute. Naja, wahrscheinlich verliere ich das noch. Vier Spieler. Wir können eigentlich überall hin. Wahrscheinlich bin ich jetzt zu übermütig. Und werf deswegen alles weg. Ich könnte noch verzaubern. Das würde ich erst nach dem Switch machen. Obwohl, wollen wir es riskieren? Wollen wir risky sein? Ich sage es, ohne Schwert bringt mir halt alles nichts. Wenn ich jetzt geportet werde, ist natürlich doof. Okay, kann ich nicht, weil man ja zwei Level braucht mittlerweile immer bei der ersten Verzauberung. Okay, und jetzt müssen wir einfach in Richtung nächstes Spieler laufen. Und immer wieder unsere Speedbuff refreshen. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Und wir haben auch noch unseren Regenerationstrank, den Gifttrank. Den Gifttrank will ich mir aber bis zum letzten Kampf auch sparen. Und ach man, wir werden immer Richtung Dschungel geportet. Das finde ich nicht gut. Weil im Dschungel kämpfen ist echt blödo. Okay. Okay, er ist aber nicht im Dschungel. Jetzt habe ich keinen Speedbuff mehr. Die haben einfach nichts. Warum haben die keine Rüstung? Oder erwische ich nur die ohne Rüstung? Oh oh. Okay, haben wir. Puh. Da hat er Diamanten. Ich möchte die Diamanten haben. Sehr schön. Dann möchte ich essen. Ich möchte regenerieren. Kommt der nächste Spieler, kommt her. Ich esse einen Goldapfel. Ich könnte mir einen Goldhelm machen. Ist das der letzte? Das ist der letzte Spieler. Aber jetzt ist halt das Problem, ich kann nicht essen. Und ich komme hier nicht so gut raus. Er könnte einfach Lava hier irgendwo hin machen. Aber ich könnte mich auch mit der... Oh, jetzt ist er unten. Was wir jetzt machen könnten, ist einfach runterspringen, oder? Oder ihn hier belagern. Habe ich einen Wassereimer? Ich habe natürlich keinen Wassereimer.
Ist hier irgendwo Wasser zum Reinspringen? Nee, warum habe ich keinen Wassereimer? Ah doch, da ist er. Okay. Oh mein Gott. Ich sterbe, glaube ich. Oh nee, ich hab's geschafft. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das war ja richtig knapp. Puh. Leute. Okay, gut. Da waren wir ein bisschen OP. Hatte ich Ewigkeiten nicht mehr. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.